Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Ich zeige euch heute meine Ostergeschenke. Und das nicht nur, weil ich diese Geschenkevideos einfach toll finde, sondern auch, weil ich genau vor einem Jahr, also jetzt nicht auf den Tag genau vielleicht, aber vor einem Jahr habe ich auch ein Ostergeschenke-Video hochgeladen. Und das war mein allererstes Video. Und deswegen dachte ich, das muss ich jetzt auch nochmal machen, so ein Jahr später. Und es wird auch noch, da ich ja jetzt halt vor einem Jahr mein erstes YouTube-Video auf diesem Kanal hochgeladen habe, wird auch noch so ein Jahr Jubiläumsvideo kommen. Das kommt aber erst am Ende des Monats, weil ich halt am 30. April mein erstes Video hochgeladen habe. Glaube ich. Auf jeden Fall kommt das dann auch noch. Ja, und fangen wir direkt mal an. Ich weiß gar nicht mehr, was in den Tüten drin ist. Ich ziehe einfach mal was und zeige euch das dann. Als erstes habe ich... Ja, es ist viel Essen dabei. Übrigens drehe ich heute mal wieder vor der grünen Wand, weil irgendwie gestern... Letztes Mal vor der weißen Wand fand ich, sah das alles so ein bisschen blass aus und so. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Hintergrund auf meinem Bett gut findet oder mit dem fetten Bären oder die grüne Wand oder die weiße Wand. Würde mich mal interessieren. Ja, ich fange jetzt an. Und zwar erstmal dieses Tomato Bread heißt das. Das ist dieses harte Brot mit Tomatengeschmack drauf. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das nennt. Steht einfach nur Tomatenbrot drauf. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Von Becky's from Holland. Ah, meine Mutter war ja in Holland mit ihrer Arbeit. Ich wusste gar nicht, dass sie die aus Holland mitgebracht hat. Finde ich cool und bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Dann habe ich hier, darüber habe ich mich richtig gefreut, ich habe endlich einen Sorgenfresser bekommen. Kennt ihr die? Also die meisten kennen die. Die heißen wirklich Sorgenfresser und da packt man dann, also der Mund ist ein Reißverschluss und da kann man was reintun und dann kann man seinen Sorgen da sozusagen reintun. Man kann einfach in Gedanken das reintun oder man kann auf Zettel schreiben und die Zettel dann reintun und der frisst dann eure Sorgen. Und ich finde den richtig cool und das ist kein originaler Sorgenfresser, sondern das ist, hat jemand selbst gemacht. Aber ich finde ihn trotzdem richtig cool, auch mit dem Neon hier, und ich mag selbstgemachte Sachen sowieso lieber als so welche 0815 Sachen. Ja. Und der ist auch richtig schön weich, weil die im Laden sollen wohl hart sein. Und mit dem kann ich dann auch kuscheln. Und ich habe mir den schon länger gewünscht und jetzt habe ich ihn endlich. Gibt es übrigens auch in so klein und in noch größer, glaube ich auch. Könnt ihr mal gucken, falls ihr auch so einen haben möchtet. Dann habe ich sowas bekommen, Chocolate-Cocktails. Das kenne ich auch noch nicht. Das sind eher so kleine Flaschen aus Schokolade, die dann nach verschiedenen Cocktailsorten schmecken. Hier steht Margarita, Cosmopolitan, Mojito, ich weiß gar nicht, wie das alles ausgesprochen wird. Ja, bin ich mal gespannt. Also die soll nicht nur danach schmecken, da ist halt auch der Alkohol drin. Und ja, wie gesagt, da steht auch New. Und ja, bin mal gespannt, wie die schmecken. Dann habe ich noch Knickknacks bekommen, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Dann habe ich hier, könnt ihr nochmal reingucken. Obwohl, man sieht das gar nicht so, ne? Auf jeden Fall ist die ganze Tüte voller Süßigkeiten. Ja, die Reservierte war da genau vor. Ü-Eier, dann diese Kaubonbons. Diese Schokolade fand ich ganz süß, von Milka. So Teefische mit Tierchen drauf. Kannte ich auch noch nicht und ja, so ein Zeug ist da halt drin. Dann habe ich Servietten bekommen. Und zwar sind die aus Berlin. Ich weiß nicht, da steht Avantgarde drauf oder so. Ich weiß nicht, welcher Laden das ist oder welche Marke oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das diese beiden Eulenservietten und da habe ich mich auch richtig drüber gefreut. Denn wer meine Videos schaut, der weiß, dass ich Eulen liebe. Und ja. Dann habe ich Butterkekse bekommen. Die finde ich richtig lecker, die mit Schokolade. Und die sind von Minus L, also laktosefrei, weil ich Laktoseintoleranz habe. Und ja, wie gesagt, die esse ich richtig gerne. Dann habe ich noch so einen Kakao bekommen, auch laktosefrei. Ja, meine Oma schmeißt mich immer voll mit diesen laktosefreien Sachen. Dann, darüber habe ich mich auch mal übelst gefreut, dass es jetzt Rittersport in laktosefrei gibt, weil Rittersport halt schon eine leckere Schokolade ist und dann, es gibt nämlich auch laktosefreie Schokolade, die nicht so lecker schmeckt und ja. Dann habe ich noch einen Wackelpudding bekommen. Und noch diese Dinger hier. Ja, ihr kennt das ja, Omas schmeißen einen mit Essen voll. Wobei die sind, glaube ich, so wie diese Mikados, ne? Ich glaube, die schmecken auch. Also die Mikados esse ich auch richtig gerne. Dann noch einen laktosefreien Osterhasen. Finde ich auch süß. Und ein Buch. Und zwar auch mit einer Eule drauf. Ich glaube, ich habe schon, keine Ahnung, 100 Eulensachen. Das kleine Eulenbuch, eine Hommage in Geschichten, Gedichten und Bildern. Ich bin da mal richtig gespannt drauf, weil ich mir da so noch gar nicht so noch vorstellen kann. Da sind auch... Ja, Gedichte und Bilder drin und
Die Nachteule und der Haushahn. Da ist auch eine Eule. Also, ich bin mal gespannt, wie das ist. Wenn es euch interessiert, kann ich euch danach ja mal erzählen, wie ich das Buch fand. Und das ist auch aus Berlin. Und dann habe ich auch noch, also mein Patenonkel und Onkel, erst beides wohnt halt in Berlin und der schickt mir mal zu Ostern ein Päckchen. Und dann habe ich noch diese DVD bekommen, also diese Blu-ray und Blu-ray? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich kenne mich damit gar nicht so aus, aber wir haben zum Glück eine PlayStation 3, auf der wir das gucken können. Und zwar ist das von Mario Barth die Stadion-Tour 2011 im Olympiastadion. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Und da war ich, also mit meiner Cousine, in diesem riesen Olympiastadion in Berlin, als er da so einen Rekord gebrochen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Und da sind auch die Bands mit drauf. Hier, wen haben wir da gesehen? Madcon, Sido, DJ Bobo, Victoria S. und Revolverheld waren da. Also die haben wir auch gesehen. Und Fanfotos. Wir haben da auch, also meine Cousine und ich haben da auch ein Foto hingeschickt. Und ich bin mal gespannt, ob unser Foto auch dabei ist. Und das ist auch die ungekürzte Version. 50 Minuten mehr als im TV. Weil im Fernsehen hatte ich das schon geguckt und dachte so, hä, da fehlt ja irgendwie die Hälfte. Und ja, das war auch ganz witzig. Da wurde auch so ein paar aus dem Publikum halt so verarscht und alles. Und ja, ich freue mich da riesig drüber. Und dann habe ich von der Arbeit noch diese Ente bekommen. Die habe ich auch bei Instagram gepostet. Die finde ich richtig süß. Einfach aus Schokolade mit so einem Hütchen. Und als letztes habe ich noch diesen Präsentkorb bekommen. Und ich dachte, den mache ich mal mit euch zusammen auf. So, ich habe den Präsentkorb jetzt ausgepackt. Und zuerst sehe ich hier Aketo Balsamico mit Lambrusco, Trauben und Gianti Weinessig. Herrlich für Salat und ähnliches. Ja, das wird irgendwas für Salat sein. Also, ich gucke jetzt mal so komisch, weil ich mich damit nicht auskenne, aber ich werde das auf jeden Fall alles ausprobieren. Dann ist hier ein Gewürzebereitung für Fleischgerichte. Und was ich gerade auch schon gesehen habe, was ich cool finde für Fischgerichte. Mein Freund arbeitet ja so mit Fisch. Und der kann Fisch immer richtig lecker zubereiten. Und dann bei ihm mag ich auch den Fisch. Und ja. Dann noch ein natives Olivenöl extra mit Trüffel. Erste Güteklasse, feine Auslese aus sonnengereiften Oliven. Ja, ich werde mich mal schlau machen, was man da so mit dem Zeug, also mit den Sachen so macht. Dann sind hier ganz viele Süßigkeiten drin. Dann darüber freue ich mich richtig. Das ist so ein, wie so eine Flaschenpost. Und da drinnen sind, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind so Sterne oder Sternschnuppen. Ne, ganz kleine Sternradiergummis und wer mich auch schon länger guckt, weiß auch, dass ich Radiergummis liebe und ich habe ja 170 so besondere Radiergummis und ich freue mich gerade richtig über diese hier. Falls ihr mal irgendwie so ein Video sehen möchtet über mit meinen Radiergummis, ich muss ja nicht alle 170 auf einmal zeigen, das wäre ja langweilig, aber ich könnte ja zum Beispiel einmal so alles, was mit Essen zu tun hat oder Tiere oder so, entweder abfotografieren und dann so eine Collage mit Musik oder euch die so vorstellen oder so, wie ihr möchtet, könnt ihr mir meine Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Und dann ist hier noch so ein Chuck. Wer auch noch, ob mich auch schon länger guckt, weiß auch, dass ich Chucks liebe. Und zwar habe ich jetzt, glaube ich, 7 Paar Chucks, also echte Chucks zum Anziehen. Also, ja, und ich hatte schon mal, ich glaube, 3 habe ich schon weggeschmissen. Auf jeden Fall liebe ich Chucks. Und deswegen freue ich mich auch über diesen Schlüsselanhänger. Und dann sind hier noch 20 Euro OHA. Ja, ich wollte das jetzt nicht so zeigen. Ich habe nur gerade geguckt, ich dachte gerade, sind das 2 Scheine. Kann ja nicht. Und noch solche Haribo Osterkorb. Da sind wohl so Osterhasen drin. Ist allerdings Gelatine drin, also nichts für Vegetarier. Aber ich bin ja keine mehr, also kann ich das essen. Und ja, dann sind hier noch so Süßigkeiten drin und so ein bisschen Gras. Was ich euch sagen wollte, ihr könnt jetzt richtig cool Süßigkeiten holen, euch Süßigkeiten kaufen, weil die alle runtergesetzt sind, diese ganzen Ostersüßigkeiten. Und mir ist das Latte, ob da ein Osterhase drauf ist oder nicht. Und ich habe mir vorhin beim Kombi so KitKat-Osterhasen geholt, so mit Crunch, so richtig lecker. Und ja, kostet irgendwie alles jetzt nur noch 99 Cent oder so. Und ja, es geht jetzt schon wieder 10 Minuten. Ich schaffe kein kurzes Video, aber das sage ich auch bei jedem Video, das ich drehe. Und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so Cooles bekommen habt. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch einen Sandwich-Maker bekommen. Von Rossmann war der. Also ich glaube nicht so teuer. Falls ihr einen braucht, könnt ihr da ja mal gucken. Allerdings hatten wir schon einen und deswegen durften wir uns jetzt was anderes aussuchen. Aber Waffeleisen und so haben wir auch schon alles. Aber ich habe noch keinen Mixer und keinen Pürierstab und ich wollte auch mal so für Smoothies oder so. Und falls ihr mein Teddybär-Back-Video da gesehen habt, habt ihr auch gesehen, dass ich verzweifelt bin, weil ich keinen Mixer hatte. Und deswegen denke ich mal, dass ich mir einen Mixer holen werde.
Anja, genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.